Oh ja, die Helme liegen schon mal bereit. Ich nehme den blauen. American Gladiators ist heute am Start. Laser! Zap! Gemini! Und hier komme ich, Onkel Johnny. Round one! Hier, angetäuscht und dann rechts rüber. Bumm, den ersten fertig gemacht. Hier. So, weg damit. Nächstes Challenge. Ab in die Kugel vorne, Deckel drauf. Und dann hauen wir den Laser Rack. Das Laser. Gewonnen. 2-0, Freunde. Oh Gott, Round 3. Zap. Verdammt, sie hat den Prügel. Aber ich hab die Kanone. Ja, deine Tennisballkanone fehlt. Headshot. Oh. I'm the champ of all. Ja, Replay. Hier, zack, hier nochmal. Boom, Headshot. Headshot. Jawohl, voll auf die 12. Die Alte hab ich weggeballert. Hände hoch. 3-0 für Onkel Johnny, Freunde. Es kann mit der Folge beginnen. My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, es ist Football-Time, Freunde. Und wir starten ein paar Snacks. 6 Kilo Chicken Wings und Drumsticks. Also insgesamt 6 Kilo. Und dann... Jawohl, machen wir erstmal die Marinade. Pepsi Marinade. Zwiebeln rein hier. Eine Zwiebel gewürfelt. Eine große hier. Und dann wämsen wir natürlich hier. Chili da unten steht schon bereit. Hier ein bisschen Öl haben wir vorher reingekippt. Chilis rein. Und den Ingwer gleich hinterher. Also eine Chili und ein Teelöffel Ingwer. Jetzt hier umgerührt. Das Ganze anschwitzen hier. Und dann kommt der Tomatenmark hier. Circa ein Esslöffel reingelunzt hier, wie man sieht. Und dann kommt der Schuss Sojasauce zum Ablöschen. Noch ein kleiner Lunser. Und dann, ja, wir rühren wieder um. Freilich, jawohl. So, und nun, Freunde, endlich. Warum heißt es Pepsi Marinade? Ja, weil wir eine Pepsi nehmen. Ja, so, reingewämst. Der Sugar in der Pulle, der reicht für 1000 Mann. So. Und dann lassen wir das schön einkochen hier. So, zack, komm schon hier. Halbe Pulle reingelunzt. Und jetzt kleine Flamme wämsen hier. Und dann den schönen Einkocher machen. Und wenn das so aussieht, ja, dann ist sie finished. So. Erstmal runter damit, Baby. Oh ja, ich rühre sie hier nochmal in einer extra Schüssel für euch um als kleinen Beauty Shot. Aber es ist noch nicht fertig damit. Ja, die zweite Marinade kommt. Jawohl, Erdnussmarinade. So, Schuss Öl rein. Wie immer. Chili rein. Und anderthalb Knollen Knobi. Jawohl. Schön ordentlich Knobi. Ich stehe auf Knoblauch. So. Und jetzt lassen wir schon ein bisschen anbrutzeln hier. Anschwitzen hier an die Nummer. Ein bisschen abschütteln den Löffel. Honig, ja, die Süße macht heute der Honig. 4 Teelöffel Honey, Baby. Ja, bisschen Sugar für die Girls. So muss das sein. Oh ja, die Girls werden euch lieben mit dieser Marinade. Die reiben sich damit ein und dann kann's losgehen. Die Chicken Wings. So, umrühren hier, ganz genau. Ich bin gerade ein bisschen abgedriftet, aber ihr verzeiht mir. So, und jetzt kommen wir endlich mal die Erdnussbutter, jawohl. Hier so eine Kugel rein, hier, Teelöffel, also ein doppelter Teelöffel, da reinlunsen und ordentlich Pfeffer hinterher. Hier richtig reinmühlen hier in den Lümmeltopf. Und dann geben wir hier natürlich noch 0,3 Liter Hühnerbrühe hinterher gewämst. Wir schießen hier richtig rein in den Topf und jetzt rühren wir den ganzen Spaß durcheinander und dann... Nach dem Einkochen, wenn das Süßchen dann irgendwie so aussieht, kleine Hitze, Freunde, sonst brennt euch die Scheiße unten an. Dann ab in die Präsentierschüssel hier. Da ist er auch schon. Oh ja, sehr gut, so wie ich es mag.
Ja, jetzt kommen hier unsere Wings hier und unsere Drumsticks hier reingewämst hier. Ja, man nimmt sich so eine Handvoll hier erstmal von einer Sorte hier. Dann wämst man die in so ein Gefrierbeutelchen hier, eurer Wahl natürlich hier. So, ein paar Drumsticks hinterher hier. Zack, hier rein mit den Beinchen hier. Rucki zucki geht das. So, wir haben jetzt hier so 3-3 hat oder 6-6 oder wie auch immer. Dann rein mit dem Marinade, 2-3 Löffel oder was. Und dann kann man das nämlich schön dran drücken an die ganzen Dinger. Da spart man Marinade, Freunde, und von allen Seiten wird das Fleisch bedient. So wie wir es mögen. Da kann man es gut einreiben und die Pfoten bleiben sauber. Ja, die Girls werden sich freuen natürlich über solche sauberen Pfoten. Oh, sehen die gut aus. Und jetzt wieder Spirenzchen wiederholen hier, bis die Marinade leer gewämst ist. So, zack, kleinen Turm gebaut. Wunderbar. Oh, sieht das gut aus. Jawohl. Oh, hier geblieben. Erwischt. So, komm, wir. Hey. Jetzt bleibt mal da oben, ihr Freunde. Ja, so, jetzt kommt endlich die andere Marinade, die der eine Teller hält. So, reingeballert hier. Wieder die andere Hälfte reingefeuert. Spirenzchen kennt ihr ja schon. So, nun kommt hier die Erdnuss-Marinade, Freunde. Da ist sie schon. Oh, sieht die gut aus. Ein paar Kellen rein hier, wie sich's gehört. Und dann mit der Flossen schön kneten. Ja, als ob es ein Teig ist. Oder was anderes. Ihr kennt euch ja aus bei den Girls. So. Und dann hier wunderbar alles hier drauf gewämst und dann zack, nächsten reingelümmelt. Ja, das ist eine langwierige Geschichte, aber jetzt sind sie marinated hier. Ja, zwei Sorten: Cola und Erdnussmarinade. Alles als Fingerfood vorweg. Boom, wir legen Holz rein. It's all climbing. Ja, es wird gesmoked wie sonst was hier. Jetzt legen wir die Dinger da drauf hier. Komm, wir machen ein bisschen schneller hier. Ich habe hier nicht so viel Zeit, das Spiel geht gleich los. So, oben drauf hier packen wir die andere Marinade einfach. Ganz einfach, dann können wir sie unterscheiden. Weil sonst sehen sie ja ziemlich gleich aus. So, das ist die Erdnussnummer hier. Und das ist die Cola. So, ja, bisschen voller geworden, Freunde. Kein Problem, kann man nachher übereinander stapeln. Deckel zu, Ofen, es kann smoken. Und dann, wow, seht ihr Kameraden so aus. Oben habe ich schon ein bisschen zur Seite geschoben. Rechts ist ein bisschen mehr Heat, ne? Aber, sieht das nicht gut aus, Freunde? Ja, da kann man jetzt sofort reinsnacken, denn sie sind fertig. Sehr gut. So, Boys and Girls. Ich würde mal sagen, es gibt natürlich noch einen kleinen Rezept-Shot, damit ihr euch das abmalen könnt. Hier oben die andere Marinade. Ja, ein paar Brandings hat das Ding schon gekriegt, aber sie war geil. So, drauf auf den Teller. Komm schon, Leute. Und aufs Brettchen hier. In dem Fall hier. Ja, sehr schön. Zack. Links und rechts zwei Marinaden. Jawohl. Das ist die Erdnuss und da ist die Cola. Jawohl, Freunde. Nun, das Rezept für euch. Ganz genau. Jedes Girl liebt süßen Sugar. Deswegen die Chicken Wings Super Bowl. Und hier, könnt ihr mal reingucken. Sie sind sogar verdammt saftig geworden mit Rauchring. Boys and Girls, ballert's euch rein. Bis bald. Aber das war nicht die einzigste Folge, die zweite folgt sogleich.